So, willkommen zum Surgeon Simulator. Willkommen zurück zum Surgeon Simulator. Folge 3. Und ja, wir haben es 4:21 Uhr. Ich habe in der Pause mal kurz ausgetestet, ein paar Sachen ausprobiert, wie es funktionieren könnte. Und dabei bin ich auf eine tolle Idee gestoßen, wie wir auch den Patienten erstmal eine lange Zeit nicht verletzen. Ich hoffe, das klappt jetzt so gut wie in der Pause, dass wir da jetzt keinen Stress haben. Also als erstes hatte ich den Hammer genommen, ja, und erstmal nur so geprügelt. Also so ganz leicht, ja, ganz brav, weil dann gehen nämlich irgendwann die Knochen kaputt und wir verlieren natürlich auch keinen einzigen Tropfen Blut, vielleicht ein bisschen, ja. Es ist eine super Taktik, im Übrigen. Wie gesagt, ich habe auch nicht großartig YouTube oder so geguckt, sondern ich habe selbst das rausgefunden jetzt. Und ihr seht, es dauert zwar ein bisschen länger, als wie mit der Säge, aber mit der Säge verletzen wir unseren Patienten, ja. Eieieiei. Aber es funktioniert. Also falls ihr das Spiel dann auch habt, ja, so. Seht ihr, die Knochen fliegen rum. Und ich hatte sogar geschafft, das Herz einzusetzen. Also ich habe es einmal geschafft. Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das... Hallo? So, wie ich mir das vorstelle. So. Jetzt legen wir den Hammer mal beiseite. Legen wir den mal hier hin. So, vielleicht brauchen wir den ja gleich nochmal. Fangen wir an, hier aufzuräumen. So. Wir haben also großartig einen keinen Zeitdruck, außer halt, dass er sein Blut verliert, aber jetzt nur 2 Milliliter in der Sekunde. Das heißt, wir haben genügend Zeit, uns darauf vorzubereiten. Mit der komm raus da, du Niere. Komm. Ja, okay, die Niere möchte noch nicht. So, aber jetzt so. So, und jetzt ist natürlich der Trick, wir müssen wirklich das Herz mit dem ganz vorsichtig mit dem Skalpell versuchen zu trennen an den oberen Äderchen, nenne ich das Ganze mal. Dazu habe ich aber das Messer ganz vorsichtig, ganz komisch genommen. Also ganz anders. Ich habe es zwischendurch mal so ein bisschen abgeworfen, dass ich ein bisschen mehr Übersicht hatte. Und dann habe ich ganz, ganz vorsichtig, also man muss wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann haben wir es eigentlich. Wenn ich es jetzt hinbekomme. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt hin. Ich sehe es schon kommen. Das klappt diesmal nicht, ey. Dann fresse ich so einen Besen. Und jetzt hängt auch noch das Messer fest. Ich werde bekloppt. Ich werde das Skalpell nochmal umlegen. Ich hoffe, das klappt jetzt, so wie ich mir das vorstelle. Hallo? Ich hatte es, glaube ich, so irgendwie in der Hand genommen gehabt, ja. Und dann ganz vorsichtig hier geschnitten. Und irgendwann, auf einmal hörte das Herz auf zu schlagen. Dann habe ich das andere Herz reingelegt und dann war Finish. Ja, jetzt, ihr seht's. Jetzt ist das Herz, hat's aufgehört zu schlagen. Und yes, Dr. Flex schafft's. Jetzt muss ich nur das Herz da noch rauskriegen. So. So, das braucht er nicht mehr. Weg damit. Huch. So, weg. Weg damit, das braucht er nicht mehr. Der kriegt jetzt ein neues von mir. So, da ist das neue. Patient gestorben, Affe tot. Und, huch, hallo. Natürlich irgendwas vernünftig da rein. Hallo. Normalerweise wäre jetzt Ende. Oder müssen wir hier unten das Ding auch noch rein... Ah, das müssen wir wahrscheinlich auch noch rausholen, ne? Unten, kann das sein? Weil das war letztes Mal gegen das... Der Fötus muss auch noch ab, glaube ich, so wie es ausschaut. Weil das habe ich letztes Mal auch rausgeholt und dann ging es eigentlich. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo der... Nein, der Hammer ist weg. Nein, weil ich glaube, der Knochen stört. Wir werden mal vorsichtshalber die Säge nehmen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass es genau jetzt nicht funktioniert. Genau... Na, komm her. Ah, vielleicht funktioniert es jetzt. Weg damit. So. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich das Herz da reingelegt und uns rausgeschnitten bekommen. Nein, jetzt hapert's wirklich hier an diesen doofen... Was ist das?
Die Leber, glaube ich. Ich glaube, die Leber soll's. Oh Mann, komm her. Ach, das gibt's doch nicht. Klappt alles so wunderbar jetzt gerade und dann auf einmal so ein eine Scheiße her. Mann. Kann doch nicht sein, dass ich hier so ein Problem damit habe, jetzt den. Hallo? Nehmen das Skalpell, nehmen das Skalpell. So, rumpopeln noch mal ein bisschen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, ihr seht, ich kann gut operieren. So, und jetzt probieren wir es nochmal aus, das Ding da rauszuholen. Hallo? Komm, beeil dich. Ach, das gibt's doch nicht. Leute, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt verliere ich das trotzdem. Oder muss das Herz richtig liegen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich hab's ja auch nur reingelegt. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Okay, also müssen wir das Ganze nochmal machen. Tut mir leid, aber dass es jetzt nicht geklappt hat. Aber ihr seht, es hat... So, legen wir die Säge noch im Gesicht. So. Ich finde aber jetzt die Zeitlupe am Ende immer so cool, wenn so Gegenstände wegfliegen. Das machen wir jetzt mal. Achtung. Und jetzt. Yeah. Okay, bevor wir uns jetzt noch kurz im Menü aufhalten, werde ich jetzt natürlich so schnell wie möglich und so rasch wie möglich die Operation durchführen. Das kann doch nicht sein, dass es jetzt hier daran haperte, also bei der Testaufnahme oder beziehungsweise bei der Probe, wie ich eine Pause geübt hatte, hat das alles so wunderbar funktioniert. Ich verstehe gar nicht, dass er jetzt so ein Terz gemacht hat. So, also erstmal wieder den Hammer. Ja, wie gesagt, ihr seht es ja, mit dem Hammer ist es echt angenehmer. Nur jetzt sehe ich gar nichts da oben, ob ich da oben richtig prügel oder nicht. Oh, jetzt, na, oh nein, jetzt fällt mir auch noch die Uhr da rein. Oh, nein, 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 was, nein, 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 du scheiß Pissuhr, du hast mich irritiert beim Operieren. Nein, oh super, ey, das, oh nee, oder? Das glaube ich aber einer gar nicht. Ich hoffe, ich kriege es damit auch hin. Ja, anscheinend geht es damit auch. Aber ich müsste die Säge ein bisschen anders greifen. Vielleicht so, ja. Nein, 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 nein. Was machst du denn da? Nein! Was? Was? Mal noch mal gucken, dass wir doch noch mal hier die Steine raus, die Steine, die Knochen rauskriegen. Das gibt's doch gar nicht. Weil wir müssen ja die Knochen rauskriegen, sonst haben wir echt keinen Platz hier. So, das sieht gut aus. Er verliert natürlich mehr Blut als vorher. Aber ich denke mir, das kriegen wir locker hin. Ich hoffe. Ah, weg damit! So, wir müssen natürlich hier unten das Ding auch rauskriegen irgendwie. Ich hoffe... Hallo? Greifen? Greifen? So. Vielleicht können wir ja den letzten Knochen damit noch raus... Hallo? Was? Huch! Huch! Okay. Okay, dann nicht. Nehmen wir nochmal die Säge. Und versuchen nochmal hinten diesen Knochen rauszubekommen. Ganz vorsichtig, vielleicht... Ja, das sieht gut aus. Patient gestorben, Affe tot. Irgendwie müssen wir auch das Ding da verschieben, ein klein wenig. Ich hoffe, ich kriege das mit der Pinzette vielleicht ein wenig hin, dass das jetzt hier... Ja, okay, auch nicht, also weg damit. Ich kriege dieses Ah, jetzt ja. Vielleicht mit ein paar Hürden könnten wir es schaffen. Das wäre super. Natürlich müssen wir, dass wir das Skalpell richtig greifen, genau. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, ich schneide jetzt richtig hier. Na, schneid da richtig durch.
Na, ich weiß, er verliert viel Blut, aber... Na! Ach, komm, komm! Hallo! Ja, jetzt haben wir's. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Komm her, Herz. Hallo, Herz? Herz? Jetzt kriegen wir das Herz da nicht raus. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Doch, jetzt. Weg damit. Und das schnell, das neue Herz rein. Ich hoffe, das ist jetzt das Rätsels Lösung. Ja, yes, wir haben's. Yeah. OP abgeschlossen. Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Jetzt glaube ich auch. Letzte Blutwerte 2360 Milliliter. Das geht natürlich, natürlich wesentlich besser und natürlich gibt es da Leute, die das richtig gut können. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Einen kleinen Moment. Hier ist aber schon verdammt kalt, der Kaffee. Und da gibt es natürlich auch findige YouTuber, die auch das Ganze aufgenommen haben und dann in einer Rekordzeit mit wenig Blutverlust und sowas alles. Also Wahnsinn. Ich verneige mich vor den Leuten, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Endlich, yeah, in Folge 3 ist es jetzt, glaube ich. Und natürlich kommt natürlich noch eine Folge und da dürft ihr gespannt sein, was da auf euch wartet. Und dann würde ich sagen, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn Dr. Flex wieder in den OP muss. Also macht's gut. Tschüss.